Ich bin Louis. Wir sind bei der Burgruine Vatinghausen. Da sehen wir vielleicht gerade als erstes meine Tochter Melina. Sie ist 11. Nein. Oder 12 respektive. Janelle, 8. Und meine Frau Barbara. Wir haben hier hinten unten, dann, wo wir nachher sehen, das Burghotel, wo wir recht viel hingehen zu essen. Das ist so ein bisschen unser Highlight-Restaurant, wo es feine Gickel im Körbli gibt. Die Burgruine ist ja hier im 11. Jahrhundert entstanden. Die Burg ist in dem Zustand, wo sie jetzt ist, also sie ist runtergebrannt. Sie sagen anscheinend durch die Natur, irgendein Blitzschlag oder irgend sowas. Durch das sind die Ruinen entstanden. Es ist, glaube ich, im 13. Jahrhundert ist sie aufgegeben worden. Im 12. Jahrhundert, glaube ich, das letzte Mal bewohnt. Wie es der Name schon sagt, Gückeli im Körbli, was das Essen anbelangt. Was noch speziell ist, ist einfach das Allgemeine, wie das Restaurant gebaut ist. Es hat, es ist so ein bisschen im ritterlichen, burglichen Stil gebaut. Es hat so Rittersäle, wo man sich verpflegen kann drinnen. Die haben speziell zu jeder Jahreszeit haben sie andere Dekorationen. Es ist immer sehr schön gestaltet alles. Das wäre es jetzt von unserem Tourabschnitt. Leider haben wir ihnen keine Fotos und Filme dürfen machen. Aber dafür haben wir fein gegessen, was man auch sieht. Und ja, wir gehen jetzt weiter an schönen Vierwaldstättersee und machen noch ein kleines Rundfährtchen. Und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.